Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist AndiRollP und man sieht, wie ich hier speichere. Und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Fallout 4. Ja. Hab vergessen, vor der Aufnahme zu speichern, was ich normalerweise immer mache. Und ja. Wir sind wieder hier. Ich habe kurz meine Sachen eingelagert, ein, zwei Waffen zu Hause gelassen. Ich habe den Ripper mal ein bisschen hochgeballert, den Ernter. Und der macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Kannst mir mal einen Gefallen tun, komm mal her. Nein, Quatsch. Ja, wir gehen jetzt endlich mal zu der Mission. Die werden wir ja wohl jetzt in diesem Part endlich mal erreichen. Und ja, guck mal, was damit aussieht. Ich nehme mal an, es ist nachts. Es ist nachts. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich den. Da wird wahrscheinlich irgendwie so ein Boss kommen oder so, den ich da Fleisch reingeworfen habe. Und ja, deswegen. Fat Man. Man kennt das ja. Oh, der hält da gar nicht so viel aus. Hey, zeichnet. Gut, runziger Meierlock, was? Wegen so einen gekämpft. Schon wieder ist einer. Wie kommen die immer so schnell an mich heran, ohne dass ich das merke? Ha. Oh Gott. Ja. So eigentlich vergiftet, ich glaube ich. Vielleicht mal ein bisschen leiser machen, damit man nicht alles ein Echo hört. Weißt du, der läuft erst dahin, ne? Kaum komme ich ins Bild, geht er auf mich oder wie? Das Gift bringt irgendwie gar nichts, also Gefühl. Was ist zum Teil? War mein Wecker. Warum ist denn der jetzt angegangen? Ausgeschaltet. Was zum Fall? Oh, noch nie passiert. Gut, so viel dazu. Wo ist er? Ja, tut mir leid, eine kleine Störung. Aber ja, kann mal passieren. Ja, nach 3 Jahren kann er mal der Wecker während der Aufnahme mal, das ist ein Angler, angehen. Ja, ihr arbeitet natürlich zusammen, ist klar. Ja, das wäre ein Angler. Wo zum Teufel ist der Meierlöck? Haben die ihn getötet? Ah, meine Nase. Au, ich laufe auch noch rein. Machst du da? Der Ernst. Ist auch noch ein Viech irgendwo. Alter, ich wollte in diesem Part eigentlich die Mission mal schaffen. Jetzt kommen die natürlich wieder. Hi, na? Warum hängen hier alle Gegner immer in den Bäumen fest? Ja.
weiß eigentlich, was das ist. Seine Spielmechanik. Wenn ich irgendwo bin, wo der Gegner mich nicht erreichen kann, dann geht der Gegner so weit weg, dass ich ihn auch nicht mehr sehen kann. Und ja, der dachte jetzt wahrscheinlich, ich erreiche den da nicht. Und ja, da ich den wieder getroffen habe, ist er wieder weggegangen. Ja, der erreicht mich zum Beispiel auch nicht. Der geht jetzt so weit weg, dass ich ihn nicht mehr erreichen kann. Ja, lass mal das jetzt. Wenn er jetzt so weit weg ist, kann er mich wieder aus den Augen verlieren. Ich hab Bock auf die. Willst hier die erledigen? Ich bin schon wieder tags geworden, sieht schon wieder so aus. Nein, soll Nacht sein. Wegen mehr Erfahrungspunkt und so. Weil das hier nischt. Gut. Und da kommt ein Nieser. Okay. Oh. Mein Gott, alles geht hier irgendwie schief heute. Ich habe Gefühl. So, ich will jetzt die Mission mal endlich zu Ende bringen. Komm her. So, hier soll ich Fleisch ins Wasser werfen. Alles klar. Ich habe eine Menge Fleisch noch dabei. Wer möchte, weiß nicht, rohes oder geröstetes. Ja, frisst das. Du dem Hyalox, was? Einige von denen sind da abgehauen. Das ist, glaube ich, gut. Bist du denn? Dotti, wer bist du denn? Weg. Noch immer du bist, Dotti, hilf mir die abzuballern. Du hast eine Pistole gehabt, habe ich gesehen. Wirf mehr Fleisch ins Wasser, ja. Kann ich nicht das eine, was ich hier gerade hingelegt habe, mal reinwerfen? So. Du, komm mal her. Wer bist du? Misch dich nicht in meine Mission ein. Der Doc hat mich gebeten, Zeuge zu sein. Also bin ich Zeuge. Ach so, ja, stimmt. Das ist halt dieses komische Ritual und so, und jemand muss irgendwie dabei sein. Stimmt, es kommt alles mit zurück. Na gut. So, ich habe mehr Fleisch. Ja, vom Mischlingshund. Lecker. Milo König. Mehrere von denen? Ich hoffe, ich meinen Zeugen hier nicht wegpusten. So, mein Zeuge nur da? Ja, gut. Wäre ein bisschen unschön. Ja, okay. Wenn man die tötet, kriegt man auch Fleisch wieder, aber... Ja, fuck das. Viel Spaß. Legendäre Königin. Oder auch nicht. Du bist tot. Ja. Kampfrüstung, linker Arm. 3% auf alle Werte. Was? 3 auf alle Werte, wenn du Gesundheit. Ach so. Boah. Ich habe mich schon gefragt, das ist ein bisschen überpowered. Und dann kommt dieser blöde Dingens hier. Diese andere Voraussetzung, sag ich mal. Wo ist mein Zeuge? Kann er gar nicht mehr aufheben. Okay. Ich nehme an, du bist noch da, ne? Überbringe meine Botschaft. Sag allen, was du hier gesehen hast.
auch dass sie sich fürchten sollen vor mir, Daniel, nicht der eine Daniel, der eine Kugel in den Kopf bekommen hat hier auf Faber, sondern ich, Daniel. Der Daniel. Der sehr groß geschrieben. Ich glaube, alle wissen Bescheid danach. Okay. Gut. Wo soll ich hin? Soll ich den Ort hier noch? Komm, gehen wir den Ort noch. Ich muss noch ein bisschen Zeit totschlagen, bis es dunkel wird, weil wenn ich die Quest abgebe, möchte ich auch dann Erfahrungspunkte haben. Eine Menge. Ich bin schon wieder so kurz wie vor dem nächsten Level Up. Und ich habe keinen Plan, was ich nehmen soll. Und da sind Gegner. Hi. Fallensteller, Fallensteller. Kommt her. Nein, nicht mit dem Fatman. Oh, ich viel fangt. So einfach geworfen. Besser. Noch so ein Harpunenwerfer. Da. Da. Bist dich. Trifft er mich auch noch. Mich hier so einer Evolutionärschwert. Also so, ja, ich dachte. So, du komm her. Buff. 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 Sehr gut. Oh, Harpun, sehr gut. Ich brauche mal Harpun. Ich habe so eine Harpunkanone, so eine verbesserte. Aber ich habe keine Harpun. Wo? Alter, wo? Das kann ich nur eingeben, der Fernkampfwaffen von sich schießt. Wo? Oh, du kommst nicht um die. Oder? Ah. So, sind da zwei. Ey. Verarsche mich doch nicht. Oh, ich gewinne das Sniper-Duell. Hi, na? Hast du nicht gesehen, was mit deinen Kollegen passiert? Komm. Boah. Nur mal mehr Schüsse ab. Hat man deine Birne ein bisschen mehr draußen. Plus 3 auf alle Werte, ne? Heißt, ich müsste mich ein bisschen verkrüppeln und dann müsste ich irgendwie Champs oder so herstellen. Und das nachts, dann hätte ich irgendwas mit Intelligenz an 15. Was ganz schön krass ist. So. Den gibt's noch nicht, du hast ihn immer noch nicht erledigt. Hey. Noch ein Legendär, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Man kann nicht allzu viel aus. Und ich habe mit einem Schlag hier fast gewonnen. Und dat und dat. Ich bin in Zeitlupe, ja. Ich sehe dich bewegen. Es war ganz langsam. Alter! Wie viel er abzieht, Mann! Das gibt's doch nicht! Tut die Harpun so viel abziehen? Was? Du hast noch immer nicht gelobt? Aua! Harpun hinzugefügt, oh, sehr gut. Die schießen mich damit ab und ich krieg die Harpun auch noch, geil. Erst vielleicht abknallen lassen sollen. Wieder plus 3. Mein Gott, dann wird er voll überpowered dann. Jetzt soll ich die Dinger mal. Die werde ich auf jeden Fall mal behalten und gucken. Was sind jetzt schon wieder hier? Au! Na, ich dachte, er wäre oder so. So, was hat?
Ist irgendwo im Bett? Bett tun ja auch. Betten tun ja auch Verkupplungen. Nein. Also der gleiche Effekt, den auch mein Dings hat. Umfallen. Ach so. Ich habe jetzt irgendwie so eine Verbindung zwischen dem Wohnwagen und so einem Briefkasten hergestellt, was irgendwie nicht vorhanden ist. Was haben wir denn hier noch? Ja, geh da rein. Nicht. Dann Fisch, hi, na. Fische fangen. Ja, ich hoffe, ich schaffe das noch hier die Mission heute abzugeben. Ich wollte eigentlich hier nur hingehen, um den Schnellreisepunkt hier zu aktivieren. Dann kommt wieder hier Fallsteller. Raybury Dingens ist abgeschlossen. Wie ist denn das? So, hier haben wir alles, ne? Und irgendwas muss da hier noch sein. Sonst wäre es ja nicht abgeschlossen, ne? Ich baue Stimpaks, nicht Buff-Outs. Ja, mal 8 Stunden schlafen, nenne ich 8 Stunden, ein bisschen früher. Weil der Weg bis dahin dauert ja auch noch wieder ein bisschen. So, gut. Dann gehen wir zum Dingen und geben die Mission ab. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Aber nicht kriege ich ein Level ab danach. Ich weiß aber nicht, was ich aufleveln soll, da ist das Problem. Ja, bei meinen Schuffeln gehe ich generell immer auf Streuung. Geht zwar Präzisionsflöten, aber braucht man ja nicht. Den einzigen Bonus gewählt, der Beispiel war schnelleres Schwimmen oder die doppelte Fleischmenge bei erledigten Tieren. Nie habe ich schon. Schnelleres Schwimmen habe ich auch schon. Ah, schon eine Menge mal als Ziehen. Ich habe die alle so schön irgendwo geordnet. Kann ich ja nächstes Mal zeigen, wenn wir irgendwann mal in Fahrhaber fertig sind, was noch dauert, glaube ich. Ich glaube, das zieht hier noch eine ganze Weile. Und das sieht irgendwie so aus, als wäre da was Wichtiges. Achso, der erzählt von meiner Legende, ne? Da stand ich nur. Will diese Holzköpfe dir jetzt nicht vertrauen? Naja, drauf geschissen, nicht wahr? Jetzt sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Sprich mal mit Mitch. Okay. Brauchst du sonst noch was, Teddy? Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich brauche überhaupt nichts. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist schließlich deine Party. Yeah. Oh, Dreispitz des Kapitäns. Hey, jetzt kann ich einen auf Hancock machen. Hört man alle her! Die Zeiten sind hart. Aber dieses Festmahl beweist, dass wir die Dinge ändern können. Gut, ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz Besonderes. Jemand, der den Kapitänstanz überlebt hat. Ehrlich, ich habe es gesehen. Was mich betrifft, ist er also kein Festlandbewohner mehr. Er ist einer von uns. Ja! Einer von uns. Yeah. Nicht wahr? Irgendwie sexy, ne? Gut. Guck dir mal dieses Gerät an. Gut, dann. Obwohl, ich kann noch mit jemandem hier quasseln. Mit dir habe ich doch schon mal. Ah, egal. Die Werkzeuge, die du gefunden hast, sind echt gut. Ich hab da so eine Idee. Vor langer Zeit ist ein Frachter gesunken. Im Süden mit einem der Brände Muskelkraft könnte man den Rumpf verstärken, ihn stabiler machen, am besten bald. Also
schnellstmöglich. Warum muss das so bald geschehen? Das geht dich nichts an. Der Rumpf muss einfach repariert werden. Ich habe dir geholfen. Komm schon, außer mir hilft dir kaum jemand. Warum also der Zeitdruck? Gut. Doc, Teddy? Tja, ich habe eine Krankheit. Tödlich, unheilbar. Cool Story, Bro. Ich habe eine blöde Rattenkrankheit hier, die nicht weggeht. Eine Maulwurf-Rattenkrankheit. Dadurch verliere ich 10 HP, ganze 10 HP. Ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört. Aber ich helfe dir mal. Kaum vorstellen, was du durchmachst. Doch, kann ich. Eine blöde Maulwurfsrattenkrankheit, die nicht weggeht, anscheinend. Vieles kümmern. Das Schiff ist die MS Azalea. Rechne mit Fallenstellern. Wenn du sie erledigt hast, schicke ich meine Crew rüber. Viel Glück. Okay. Vernichte die Fallensteller. Okay. Rumpfdurchbruch. Okay, ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwie ein Dings ist. Ein Zeitdruck, ich nehme mal an, nicht, aber trotzdem. Oh, das ist da. Das heißt, in 4 Parts müssten wir da ankommen. Gut. Das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play. Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.